Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Wagner Automaten. Wie viele von euch ja bereits wissen, bieten wir schon seit längerer Zeit Halterungen an, mit der ihr euer Skolia-System betreiben könnt. Das heißt Anbaulösungen für bereits bestehende Beleuchtungen, wie zum Beispiel hier die Corona-Beleuchtung von Target, die meistverkaufte in Deutschland, oder gleich an zweiter Stelle die Plasma-Beleuchtung von Winmo. Beide Beleuchtungen eignen sich hervorragend für den Betrieb eines Skolia-Systems mit den dementsprechenden Halterungen. Diese Halterungen stelle ich euch heute in diesem Video vor. Viel Spaß! Mein absoluter Favorite für den Betrieb eines Skolia-Systems ist die Beleuchtung von Winmo, die Plasma-Beleuchtung. Sie eignet sich meiner Meinung nach hervorragend für den Betrieb eines Skolia-Systems. Ihr habt hier schon bereits durch die drei Grundhalterungen der Plasma-Beleuchtung genau den richtigen Abstand für die Kameras, den ihr braucht für den Betrieb eines Skolia-Systems. Zudem finde ich, dass die Winmo-Beleuchtung die Scheibe am schönsten ausleuchtet, ist meine persönliche Meinung, und sie sieht auch am elegantesten aus. Für die Installation der Kameras bekommt ihr von uns diese drei Aluminiumhalter mit Kabelzubehör. So könnt ihr die Skolia-Kameras aus den Originalhalterungen, 3D-Druckhalterungen von Skolia, ausbauen und in diese Aluminiumhalterung einbringen. Diese könnt ihr direkt an der Plasma-Beleuchtung mit den originalen Schrauben anschrauben und mit dem Kabel am besten zurückfahren am Halter und unter dem Catchring rüber zur CPU. Den Computer der Skolia könnt ihr ohne Probleme mit den mitgelieferten Kabelbindern direkt an der Grundhalterung der Plasmabeleuchtung mit anbringen und gleichzeitig auch die Kabel darunter verlegen. Hier unter dem Catchring kommen dann die Kabel der drei Kameras. Die erste ist ja hier die A, die wird direkt verlegt, und die anderen zwei kommen direkt unter dem Catchring raus, sodass die Verkabelung komplett unsichtbar ist. Wir geben euch zwei USB-Verlängerungen zu diesem Set, dazu mit 20 cm. Teilweise, je nach Verlegung, werden diese nicht benötigt, aber ihr habt sie auf jeden Fall dabei, sodass ihr die Kameras ohne Probleme unter dem Catchring verlegen könnt. Für alle, die keinen Catchring benutzen, hierfür bieten wir euch im Online-Shop auch noch Kabelclips. Diese könnt ihr dann hier in der Beleuchtung, hier seht ihr, hier waren früher mal unsere Kabelclips geklebt. Diese könnt ihr dann in der Beleuchtung verlegen und die Kabel direkt am Beleuchtungsring installieren. Dies empfehlen wir aber nur im Notfall, wenn ihr keinen Catchring im Einsatz habt. Ansonsten würde ich persönlich die Kabel immer unter dem Catchring verlegen. Ihr kommt hier mit den Kabeln heraus und habt eigentlich überhaupt, ihr seht überhaupt nichts von den Kabeln. Die Verlegung sieht top aus. Noch ein Wort zur Positionierung der Kameras. Wie ihr hier bei unseren Installationen seht, haben wir ja die Kameras anders positioniert, wie Skolia sie eigentlich in der Originalposition vorgibt. Wir wissen aus Erfahrung, dass alle Positionen eigentlich sehr gut funktionieren, also auch diese 12 Uhr Position der oberen Kamera. Und ich persönlich befürworte eigentlich diese Position auch aus dem ganz einfachen Grund. Ich kann hier einfach frei in die Scheibe fassen. Gerade wenn die Personen kleiner sind oder Rechtshändler sind, behindert mich diese untere Kamera auf der Position eigentlich, wie sie original vorgeschrieben sind. Viele Kunden haben uns das auch berichtet, oder wir sehen es hier ja bei uns im Ladengeschäft genauso, dass du einfach immer wieder an diese untere Kamera kommst und diese Kamera dann verstellst, berührst, du musst das Gerät wieder neu nachkalibrieren. Also ein Betrieb in dieser Position bei uns im Ladengeschäft, wenn fremde Kunden kommen, ist eigentlich nicht möglich, weil jeder, wirklich jeder, an diese Kamera unten hinspringt. Und deswegen
muss ich ganz ehrlich sagen, würde ich eher in Kauf nehmen, diese Position mit dem ein oder anderen Zählfehler mehr. Aber ich kann frei in die Scheibe fassen und komme nicht permanent an diese untere Kamera. Dies ist auch meine persönliche Meinung. Natürlich kann jeder die Installation selber vornehmen, wie er es meint. Es ist auch kein Problem, diese Kameraposition in der Original-Scolia-Position aufzubauen, sodass diese Kamera dann im rechten Winkel oder beziehungsweise im Wasser zum Bull steht. So kann ich die Plasmabeleuchtung natürlich genauso an der Wand installieren. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Wie gesagt, mein Favorit hier ist auch diese Installation. Aber wie gesagt, kann jeder selber für sich entscheiden. Funktionieren tun alle beide Positionen hervorragend. Kommen wir zur zweiten Beleuchtung, zur Corona-Beleuchtung von Target, die meistverkaufte in Deutschland. Hier ist es nicht möglich, die Kameras direkt wie bei der Plasmabeleuchtung am Rahmen zu befestigen. Hierfür ist die Corona-Beleuchtung einfach von der Stabilität her nicht ausreichend. Sie hält ja nur mit Magnet am Ring und ich kann auch Kameras schlecht montieren, da es sich um ein Kunststoff-U-Profil handelt. Deswegen haben wir uns hier entschlossen, zusätzliche Halterungen zu machen, die an die Wand geschraubt werden. Wie ihr hier seht, knapp neben der Beleuchtung in den Positionen, so dass die Kameras fest an der Wand montiert sind, nicht vibrieren und sich relativ gering verstellen, beziehungsweise die Gefahr einfach nicht da ist, wenn ich an die Beleuchtung komme, durch Erschütterung oder sonst was, dass sich die Kameras verstellen. Hier haben wir uns für Aluminiumhalter entschieden, die an die Wand geschraubt werden und knapp neben der Corona-Beleuchtung nach vorne laufen. Die Kameras könnt ihr ähnlich wie am anderen Halter in die Aluminiumfassung einbringen und dementsprechende Kalibrierung vornehmen. Mit den Kabeln haben wir anfangs auch die Kabelclips gemacht am Beleuchtungsrahmen, die ihr hier teilweise noch seht, sind jetzt aber davon weggekommen und empfehlen eigentlich auch die Installation unter dem Catchring. Ihr fahrt praktisch mit dem Kabel am Arm zurück unterm Catchring rüber zur Computereinheit, die hier auch wie bei der Plasmabeleuchtung direkt am Aluminiumhalter mit zwei Kabelbindern angebracht wird. Diese Kabelclips, wenn ihr keinen Catchring habt, genau dasselbe, könnt ihr nach wie vor die Kabel-Clip-Lösung wählen. Diese Clips bieten wir bei uns im Online-Shop noch optional an. Wenn also jemand an der Beleuchtung fahren will, kann er natürlich die Verlegung genauso mit den Kabelclips machen. Und wie hier auch schön zu sehen ist, ihr könnt auch mit allen Kabeln unter dem Catchring hervorfahren, sodass die Installation hervorragend aussieht. Ihr seht überhaupt keine Kabel nirgendwo an der Beleuchtung. Ich hoffe, ich konnte euch mit meinem Video die zwei Halter ein wenig näher bringen. Beide Halter-Sets könnt ihr bei uns im Online-Shop bestellen. Einen Link hierfür findet ihr in der Beschreibung zu diesem Video. Eins noch zu den 3D-Druckhaltern. Wir haben ja seit längerer Zeit auch schon 3D-Druckhalter für die Plasmabeleuchtung angeboten. Diese haben wir jetzt nicht mehr im Sortiment, weil es meiner Meinung nach keinen Sinn mehr macht, 3D-Druckhalter anzubieten, wenn wir für das gleiche Geld hochwertig eloxierte Aluminiumhalter haben, wo wesentlich besser zur Plasmabeleuchtung passen als die 3D-Druckhalter. Deswegen haben wir uns entschlossen, diese nicht mehr anzubieten. Das war eine günstigere Übergangslösung, aber wir haben jetzt günstige Aluminiumhalter. Von dem her macht es keinen Sinn. Für Fragen zum Thema Scolia stehen wir euch natürlich zu jeder Zeit zur Verfügung. Schreibt uns einfach in die Kommentare oder kontaktiert uns per E-Mail. Vielen Dank, das war's von meiner Seite. Bis zum nächsten Mal. Ciao.